Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Oh, ich sehe gerade, Edda hat uns was zu sagen. Naja, wir haben ja das Schlachtfeld gefunden, auf dem sein Bruder gestorben ist, scheinbar. Also hier oben in Kliaban Rilak. Oder Kliban Rilak. Und ja, leider ist das nicht so zufriedenstellend für Edda gewesen. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Ich hoffe, ich habe mich nicht back there in the battlefield. And you went out of your way. Hoffentlich erschien ich dir da hinten auf dem Schlachtfeld nicht undankbar. Du hast schließlich keine Mühen gescheut. Das habe ich bemerkt. Du hattest viel auf dem Herzen. Das ist schon besser. Das war wichtig für dich. Du hattest viel auf dem Herzen, würde ein Paladin sagen. Das war wichtig für dich. Didn't expect that. For a second, I thought I was gonna finally see some answers. Er lächelt reumütig. Wir sind so nah gekommen, das hatte ich nicht erwartet. Eine Sekunde lang dachte ich, dass ich endlich einige Antworten bekommen würde. Foolish, of course. And why should I get answers? There's a world of Athasians out there. Don't know if their god's been blown up. Still, man can't help looking back. Das war natürlich töricht. Warum sollte ich Antworten bekommen? Da draußen gibt es eine ganze Welt voller Iotasianer, die nicht wissen, ob man ihren Gott in die Luft gejagt hat. Trotzdem, man kann das Zurückblicken einfach nicht sein lassen. Guess you'd know that well as anyone. Er klatscht dir auf die Schulter. Das solltest du wohl so gut wie alle anderen verstehen. Edda schaut in die Ferne, auf irgendetwas Ungesehenes und Unerkanntes. I might have turned my back on my God when he needed me. That's all I'll ever know. Vielleicht habe ich meinen Gott den Rücken zugedreht, als er mich brauchte. Mehr als das werde ich niemals erfahren. Was würde dein Bruder wohl darüber zu sagen haben? Du hast getan, was du tun musstest. Selbst wenn Weitwind Iotas war, so handelte er doch zerstörerisch. Es scheint mir in der Tat, als hättest du deinen Glauben der falschen Seite geschenkt. Er hätte allen Einigkeit gebracht, wenn auch mit Gewalt. Dein Fehler bestand darin, dass du auf jemand anderen gewartet hast, um dir zu sagen, was richtig ist. Nehmen wir mal das Erste. Was würde dein Bruder wohl darüber zu sagen haben? Tell me to trust him. Of course, it'd be a lot easier if I knew it was mine. But, maybe I don't need to. Edda scheint die Frage zu überraschen. Er denkt einen Augenblick lang nach. Er würde zu mir sagen, ich soll ihm vertrauen. Er zieht eine Augenbraue in die Höhe, der einen Mundwinkel folgt. Natürlich wäre es viel einfacher, würde ich seine Gedanken kennen. Aber vielleicht muss ich das nicht. Something to think about, I guess. Darüber könnte man wohl nachdenken. Ja. Gut. Vielleicht können wir ja, haben wir ja Glück und können doch noch was durch, über die Dünnrotstraße oder wie sie auch immer heißt. Das muss ich mal kurz nachgucken. Dünnrotstraße, nicht Dünnrotstraße. Dünnrot, anders, genau andersrum. Ich sag sie ja immer verkehrt herum. Aber okay. Sieht so aus, als ob wir in diesem Winkel der Welt schon fertig sind, was irgendwie schade ist. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft in die Richtung. Aber wir haben ja noch die Zwillingsulmen-Gebiete. Wie man sehen kann, bestehen die Zwillingsulmen. Also das scheint eine Stadt oder so zu sein. Scheinen auch wieder aus mehreren Gebieten zu bestehen. So wie Trutzbucht selber. Ah, damit haben wir zwei Dörfer, nämlich Goldtal und Dürfurt, und zwei Städte, Zwillingsulm und Trutzbucht. Ja. Aber wir wollen jetzt erst einmal wieder die Sturmwallschlucht reisen. Denn dort haben wir noch ein Dungeon offen, den ich gerne auf dem Rückweg nochmal probieren möchte. Jetzt da wir ein Level-Up hatten und eine voll ausgeruhte Gruppe und so weiter haben. Und unsere Gruppe ordentlich organisiert ist. Dumm, die dumm, ich warte. Ja, wir sind mitten im Regen angekommen. Okay, mal kurz gucken, wo sind wir? Ah, wir sind direkt nördlich der Ruine. Sehr schön. Das heißt, wir müssen nicht lange latschen.
um die Ruine zu erreichen. Und können hier wieder rein. Dort unten gab es ja Geister, Gespenster, Phantome. Die Gegnersorte, die uns den meisten Ärger gemacht hat bis jetzt in dem Spiel. Ich erinnere an den Leuchtturm, an den Tempel von Eotas im Goldtal und an unsere Burg Ketnua. Überall Schatten und Geister und alle viel zu stark. So, in die Richtung ging es ja nicht. Lea Remen. Und zwar hat er die Stimme gesagt, wir müssen hier rumgehen, nicht in die Richtung und nicht da, geradeaus weiter. Sondern wir müssen wirklich einfach hier rumgehen und uns den Prüfungen stellen. Dann würde sich wahrscheinlich das Tor für uns öffnen. Ansonsten müssten wir nämlich, glaube ich, hier durch das Loch kriechen. Und ob das so angenehm ist, weiß ich nicht. Oh, und hier ist Loot, den wir übersehen haben. Ach ja, und hier waren Banshees. Gut, Pausefeind gesehen. Ich habe übrigens die Pausenfunktion umgestellt, dass sie bei Feindsichtung anspringt und nicht, wenn der Kampf beginnt. So, Schatten weg. Die Schatten weg ist das Wichtigste. Bevor die sich nämlich klonen. Was sie wohl schon getan haben. Durans, weil Hagrim etwas angeschlagen aussieht. Okay, Hagrim ist schon ohnmächtig, was schlecht ist. Das war Itomak. Au, das tut wirklich weh. Diese Banshee scheint irgendwie am stärksten zu sein. Oh, sogar Palegina hat es umgehauen. Nee, das schaffen wir so nicht. Muss ich nochmal neu laden. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Hilfe der... die Zauberkräfte der... meines Mediums. Ich will nicht Mutter sagen. Das klingt irgendwie so komisch. Ich sage, wir brauchen die Zauberkräfte der Mutter. Ich hätte gerne den richtigen Namen von der, aber den werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Es war auf jeden Fall ein Fehler, durch die Nahkampfbindung durchzurennen. Okay. Ganz vorsichtig sein. Let's go. Einen Schatten ausschalten. So, ihr seid alle geschockt, okay. Schriftrolle der Verteidigung. Und du mach mal den Puppenspieler auf den hier. Ob das geht. Geht wohl nicht. Okay, dann mach Psychokling. Du machst deine Gabe, deinen heiligen Glanz. Okay, ein Geist ist schon mal weg. Und wir sind und alle sind ziemlich angeschlagen. Ich glaube, du machst mal große Heilung. Du bist gelähmt. Okay. Die sind alle da unten, das ist auch nicht so toll.
Das hat jetzt die Bindung gelöst. Egal. Na, wir werden hier irgendwie runtergeprügelt. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir können das Gebiet immer noch vergessen. Habe ich so das Gefühl. Oder ich muss mich erst auf diese Banshees konzentrieren, da die ja den meisten Schaden zu machen scheinen. Oder die Todesfeen, oder wie man sie nennen möchte. And what does the flame reveal? Und kann dann erst. Mich um die Geister und die Schatten kümmern. Let's go. Sure. Nein, das klappt nicht so gut. Sure. Okay. Sehr gut, jetzt auf die da. Habe ich irgendwas Böses? Sehnenentzündung. Ach so, die lähmt. Die können alle lähmen. Wow, jetzt sind da verdammt viele Schatten. Nee. Den Dungeon schaffen wir noch nicht. Da müssen wir wieder hier raus. Der Dungeon ist definitiv noch eine Nummer zu hoch für uns. Die können wir mit Level 10 oder so versuchen. Naja, wenn wir auf dem Weg nach Zwillingsulmen sind wahrscheinlich, dann können wir den versuchen. Vorher will ich aber Kopfgeldjäger-Quests und mich mal bei dem in dem Drachengebiet noch mal umsehen. Na, wahrscheinlich reisen wir am besten mal dahin. Toll, ich weiß, dass Sagadis wieder auferstandener, den sie sucht, bei einem an einer Küste ist. Und die einzige Küste, die es gibt, weil hier ist keine, ist hier unten und hier oben. Und hier oben ist nur Unlocks Kompass. So, dann gehen wir mal zu den Feuerfällen. Mal sehen, ob wir da bessere Chancen haben. Mir fällt ein, ich muss dringend mal gucken, dass ich meine Armbrust weiter upgrade. Jetzt müsste ich die ja eigentlich auf Türmebauten abgeschlossen. Sehr schön. Alof ist noch auf seinem Weg. Türme sind abgeschlossen. Die Mauern, die wurden hinten angestellt. Handwerkshalle, Übungsgelände, botanischer Garten, Irrgarten, Forum. Forum wäre nicht schlecht. Handwerkshalle. Ja, das klingt gut. Handwerkshalle. So. Hier war ich ja schon mal. Ein Teil der Kunden. Oh ja, hier ist Flammenfäule. Und ich glaube, hier ist auch einer von den Jungdrachen. Let's go. Ah, aber Drachen kann ich übernehmen, oder? Ja, Drachen kann ich übernehmen. Okay, das war nur kurzzeitig, aber es hat gereicht. Feels sharp as steel.
Und ich kann die Seele von dir entzünden, oder? Wow, Edda, Edda, Edda. Edda heilen. Edda, du trinkst mal so ein.